Radio Guana, Oktober 17, 22. Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altair ibn La'ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet, bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Rogers lebt doch noch. Haben wir den nicht umgebracht? Name Dan. Edward. In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämst. England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein, ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du? Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Schiff voraus! Es nähert sich der Bucht! Was ist das denn jetzt schon wieder? Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, wirst du auch ein guter Vater. Verlieren wir jetzt unseren nächsten Offizier, oder wie? Of all the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to a memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going away. Was? And all the sweethearts that e'er Das kann doch nicht das Ende sein. But since it falls unto my lot, echt jetzt? Alle Segel reffen! Vieren und Fahrt aufnehmen! Ich kann nicht das Steuer verlassen. Wir haben eine Tochter. Aber das kann er jetzt nicht. Hä? Ich bin bei 41% Gesamtzugang. Konntest du schon immer ein Boot segeln? Die Jackdaw ist ein Schiff, Jenny. Kein Boot. Aber hast du es denn gekonnt? Nein. Nein, erst als ich Bristol verlassen hatte. Ah, als du Mom. Ich hab deine Mutter nicht. Ich ging jedenfalls nicht ohne Verabschiedung. Es war eine Abmachung, weißt du, zwischen deiner Mutter und mir. Sicher.
Sie sagte was anderes. Sie sagte, du sprachst immer davon, ein Boot zu segeln und in der neuen Welt reich zu werden. Ich wollte immer ein Schiff segeln. Das stimmt. Aber nicht zum Spaß, sondern für uns, damit sie versorgt ist. Und? Ich nicht. Mom sagte, du wusstest nichts von mir. Du hättest nur einmal im Jahr geschrieben und sie hätte nie gewusst, wo du gerade warst. Das ist wahr und es tut mir sehr leid. Hätte ich es früher gewusst. Wer weiß. Vielleicht wäre ich gekommen. Ich hoffe, es wäre. Nun, du hattest zu tun. Da bin ich sicher. So war es doch. Das wäre egal gewesen. Kann ich dein Boot steuern? Boot? Ich sehe kein Boot hier. Du etwa? Ach, ich meinte Schiff. Das weißt du doch. Ich sehe da sowieso keinen Unterschied. Ah, dabei ist es ganz einfach, Jenny. Ein Schiff kann ein Boot tragen. Aber ein Boot kann kein Schiff tragen. Na, dann ist doch alles ein Schiff. Ob groß oder klein, außer mein Spielzeugboot. Das, mit dem ich immer baden gehe. Das hast du sehr klug beobachtet. Ist es schwer, über Caroline zu reden, Jenny? Über deine Mutter? Nein. Sie starb vor vielen Jahren. Sie fehlt mir sehr. Doch das geht schon. Hatte sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie war eine ganze Weile sehr glücklich. Dann nicht mehr so sehr. Da habe ich sie kaum noch gesehen. Und dann war sie fort. Das tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ach, schon gut. Jetzt bist du hier. Und wir erleben Abenteuer. Aber nur ein ganz kleines, hoffe ich. Ich vertrage keine großen Überraschungen mehr. Glaubst du, wir sehen ein Wal? Ja, das ist sehr gut möglich. Hm. Und was ist mit Piraten? Werde ich Piraten sehen? Nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich. Oh, das ist schade. Ich hätte so gerne einen gesehen. Ich sag dir was, Jack. Sobald sich der Wind etwas gelegt hat, darfst du die Jackdaw steuern. Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird. Oh ja! Ich bin leicht verwirrt, muss ich gestehen. Ich glaube nicht, dass das das Ende ist. Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist. Verzeihung, ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline, bis sie vor ein paar Jahren verstarb. Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor. Ah, verzeiht meine Unkenntnis. Ich schon, sie vielleicht nicht. Vater, hilf mir! Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway. Was ist los, Heather? Ich kann die Bühne nicht sehen. Hoch mit dir. Besser so? Ja, doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht. Und falls ich ermüde, können wir ja gehen und deine Mutter treffen auf eine Schokolade bei White's. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut, still jetzt. Was? Das war ein Kapitel. Natürlich. Liebe Freunde, ich glaube, das war's wirklich. Ich glaube, wir haben Assassin's Creed 4 durchgespielt. Alter, was mache ich denn? Ich dachte, es geht noch viel weiter. Ich dachte jetzt irgendwie, jetzt geht's vielleicht in der normalen Welt noch weiter. Ich hoffe, Assassin's Creed ist nicht zu laut.
hoffe irgendwie, ich dachte irgendwie, es geht in der normalen Welt noch weiter und ja, wir können vielleicht gegen den Robots irgendwie noch kämpfen und was weiß ich. Aber jetzt ist es schon vorbei. Kenway ist in England und ein gemachter Mann. Wo ist denn da der Zusammenhang, Alter? Ich wäre viel lieber mit der Bonnie durchgebrannt. Na gut. Ich bin gespannt, wie das weitergehen soll jetzt. Also, man muss es ja auch mal so, man muss es ja eigentlich aus dem... aus der Welt halt von dem... Nicht aus der, wo der Kenway drin war, sondern der andere. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Man hat den Namen gar nicht so wirklich erfahren, oder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall... Desmond ist tot. Er hat jetzt Informationen. Er hat dieses komische Mittel gespritzt bekommen. Es war die ganze Zeit nicht klar, ob er Templer oder Assassine ist. Boah, das Spiel hat auf jeden Fall eine Menge Fragen offen gelassen. Und ich hoffe sehr, dass es in Assassin's Creed 5... mit dem Protagonisten weitergeht. Problem an der Sache ist jetzt, was ich jetzt habe. Ich wusste nicht, dass das so schnell vorbei ist und ich bin nicht in der Lage, innerhalb der nächsten Woche Assassin's Creed 5 zu beschaffen. Also werde ich Assassin's Creed 5 wahrscheinlich noch ein bisschen hinauszögern müssen und ein Let's Play noch dazwischen packen müssen. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Alter, kann ja gar nicht sein. Da muss ich jetzt gleich noch ein nächstes Let's Play aufnehmen. Oh mein Gott. Also das Spiel hat mir wirklich sehr stark gefallen. Die Grafik war hammermäßig geil. Es hat sich, auch wenn es nicht mehr viel war, was wir verpasst haben, es hat sich gelohnt, diese letzten paar Kapitel nochmal durchzuspielen. Ich freue mich echt auf das nächste Game. Ich freue mich echt drauf, dass da hoffentlich beim nächsten Game ein bisschen mehr kommt. Es war jetzt vielleicht ein bisschen kurz am Ende, allerdings muss man gestehen, wir haben da vorher schon eine ganze Menge Aufträge gemacht. Und ja, Gesamtsynchronisation haben wir jetzt natürlich überhaupt nicht mehr. Wegen dem Vorfall, den wir hatten. Ja. Schade, dass die Bonnie, dass der Pirat mit den großen schwarzen Haaren, Blackbeard, genau. Und dass die andere gestorben ist. Ach, die Namen zu merken, bin ich echt schlecht drin. Auch schade, dass wir die Bonnie jetzt noch verlassen haben am Ende. Und den Awell. Ich weiß, aber es ist ja totaler Schwachsinn. An sich hat Kenway jetzt das Versteck verschlossen. Rogers getötet, die Templer sind ausgeschaltet. Okay, gut, aber... Weiß nicht, so... Weiß nicht. Ich bin verwirrt. Und Rogers lebt also immer noch, das heißt, er hat es in seinem ganzen Leben nicht geschafft, Rogers zu töten. Was er eigentlich versprochen hat. Er hat es nicht mehr geschafft, Rogers zu eliminieren. Und reich war er doch eigentlich auch nicht. War da das Geld eigentlich her? Viele Fragen. Auf jeden Fall wirft viele Fragen auf das Game. Und ich hoffe, der Abspann ist gleich zu Ende, weil ich weiß nicht mal, über was ich reden soll. Lies mal ein paar Namen hier vorher, einfach so, weil ich es kann. Yongli, Audio Direction, Singapore. Singapore? Puh? Marshall Parker. Okay, das war ich. Das ist schon. Alter, was. Ich bin echt gerade richtig baff, dass das Spiel so abrupt geendet hat. Wir haben wirklich nur noch Rogers umgebracht, dann sind wir zurückgefahren, dann haben wir unsere Tochter getroffen, was sicher cool war, auch das mit dem Schiffssteuerung, gerade der Gespräch zwischen den beiden war sehr interessant. Und man hat halt noch eine Weile eine Menge erfahren. Und er hat anscheinend noch eine neue Frau kennengelernt. Ein neues Kind bekommen. Die Opa kannten wir ja schon aus Assassin's Creed 3. Genau, aus Assassin's Creed 3 kannten wir die Opa ja schon. Ja. Ja, ich bin halt begeistert. Jetzt könnten die Namen echt langsam mal aufhören.
Also die Namen könnten jetzt wirklich langsam aufhören. Lead Server Programmer. Als letztes sind meistens die Dankeschöns. Programmierer, UI-Designer, Designer, Lead QC, QC, Lead, Programmers, QC. Diese ganzen Leute. QC, Studio Manager, Unit Manager, QC Project Lead, Test, Testers. Ja, das sind wirklich viele. Oh, wenn ich mir das angucke, rede ich richtig Mühe. Ich finde solche Namen cool. Wai Xing Wang, Dang Xiang, Wang Li Sang. Alter, kommt jetzt langsam mal. Ich möchte Management. Es interessiert keinen. Bitte, bitte schont mich. Nein, nein. Ich danke euch allen für dieses Game. Ich danke euch vielmals. Aber ich hasse Abspanne, die man nicht abschalten kann. Ich gucke sie mir sowieso mal an, aber... Alter Schwede, wir hatten ja bei Assassin's Creed 3 schon einen 20-minütigen Abspann. War das bei Assassin's Creed 3? Der ging 20 Minuten bei Assassin's Creed 3. Ich hoffe, der geht nicht 20 Minuten. Wenn ich jetzt 20 Minuten weiter so eine dumme Scheiße war, aber muss dann... Weiß nicht, was dann passiert. Das war... Test? Testkandidaten! Ja, wir sind bei den Testkandidaten. Super. Functional Testers. Das sind eine Menge Functional Testers. Das sind auch eine Menge. Development Testers. Yay. Test Coordinators. QC Testers. Flop 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 flop. Alter. Jetzt reicht's aber langsam. Geht nach Hause, Jungs. Es hört nicht auf, gell? Es will einfach nicht. Nee, es denkt sich so, nö, mach ich nicht. Ich probiere jetzt mal auf ESC zu drücken. Oh, es funktioniert wirklich. Oh nein, es funktioniert nicht. Ach so. Ich musste jetzt einfach, das war, also, das sowas ist schön, aber irgendwann ist auch, nee, also irgendwann ist auch Schluss. Geisterschiff. Natürlich sind wir jetzt wieder hier. Wir sind ja nur gerade nach England gefahren. Warum sollten wir also nicht wieder hier sein? Fortschrittsanzeige. In welcher Effort kennen wir? Moment. Intelligentes, humorvolles Mädchen, sie war daraufhin, kehrte etwa nach hinten zurück, um ein seriöses Leben als Mann von Vermögen und Anstand zu führen und als Assassine durch und durch. Achso, er war also Assassine und die Gesamtsynchronisation war bei 45%. Na gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play irgendwas. Es war ein wunderschönes Let's Play und ja. Adios.